Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Wir nähern uns langsam wirklich dem Finale des Hauptspiels. Danach kommt noch das Add-on natürlich, bevor wir zum großen Endkampf schreiten. Aber im Augenblick sind wir noch im Hauptquartier des Eisentrons, beziehungsweise des ehemaligen Eisentrons, nachdem Sarjevok das ganze Ding ja runtergewirtschaftet hat. Gut. Und hier wollen wir noch nach weiteren Informationen suchen. Wir haben schon ziemlich viel rausgefunden. Wir haben Eltern gerettet aus den Fängen eines Doppelgängerarztes, Priesters. Jupp. Und jetzt müssen wir im Eisentor noch nach mehr Informationen suchen. Beweise gegen Sarjevok vor allem. Gut. Oh, da kommt jemand. Wer seid ihr? Habt ihr hier etwas zu suchen? Ach, welche Rolle spielt er schon? Ist sowieso alles völlig durcheinander. Ich habe mehr Widerstand bei meinem Einbruch erwartet. Was geht hier vor sich? Hier passiert fast gar nichts. Alles bricht in sich zusammen, während wir uns hier unterhalten. Und daran ist nur eine Person schuld. Und wer soll das sein? Wahrscheinlich nicht wir. Garantiert ist Sarjevok der Übeltäter. Er verlangt nach der Macht über den Eisenthron, aber welchen Zweck er damit verfolgt, ist mir ein Rätsel. Er schmeißt mit Gold um sich, als wäre es Kupfer, und hat sich den Eisenthron zunutze gemacht, um Regierungen gegeneinander aufzuwiegeln, anstatt unsere Schätze beisammen zu halten. Er ist auf dem besten Wege, aufgrund seiner Bemühungen, sein eigenes dafür eingerichtetes Chaos zu ordnen. Großherzog zu werden, aber ich bezweifle, dass dieser Titel seinen Blutdurst stillen wird. Wer seid ihr eigentlich und was macht ihr hier? Ich bin hier, um Sarjevok für seine Taten umzubringen. Klingt ein bisschen harsch. Talisa wird nämlich langsam wieder etwas normaler, nachdem sie Rielta niedergestreckt hat. Also nachdem, was in Kerzenburg passiert ist. Deswegen, ich bin hier, um meinen Namen vom Mord an den Anführer des Eisenthrons reinzuwaschen. Ihr seid das also. Dann schulde ich euch ein Messer, mit dem ich euch die Kehle... Mit dem ich euch an die Kehle gehen werde für das, was ihr getan habt. Sagt mir, hat Sarjevok euch dazu gebracht, sie zu töten? Oder war er es selber und hat euch dann nur die Schuld in die Schuhe geschoben? Egal, ich werde euch auf jeden Fall töten. Als Rache für meinen Vater muss heute jemand sterben. Oh, gehörst du zu... Wessen Verhalten? Oh, ich habe Gregor getroffen. Haben wir das ja eigentlich schon gehabt? Sarjevok hat die Führung des Eisentrons. Er hat kein... das hatten wir, glaube ich, schon hier oben. Ich habe Gregor getroffen, den Sohn von Brunus, einem der ermordeten Anführer des Eisentrons. Okay, wir haben jetzt aus dem Text nicht erfahren, dass Gregor Brunus Sohn ist. Oder ich habe es gerade nicht mitgekriegt. Er ist sicher, dass Sarjevok das Attentat ins Ziel gesetzt hat, damit er die Kontrolle über den Eisenthron bekommt. Sarjevok hat sich offensichtlich den Eisentod zunutze gemacht, um in der Region Unfrieden zu stiften. Und nicht um Wohlstand und Macht zu sichern. Er bemüht sich nun darum, ein Herzog zu werden, mit dem Versprechen, dass er das Chaos bekämpfen wird, das er selber geschaffen hat. Was er erreichen will, wenn er erst einmal Herzog ist, weiß keiner. Doch die Region steht gefährlich nahe an einem Krieg. Ja, Sarjevok will Krieg. So, das war Gregor. Bruders Sohn, der ist noch schwächer als sein Vater gewesen, hatte aber ein Schwert dabei. Kurzschwert plus 1 kann verkauft werden. Brief. Ach so. Ja, Beweismittel. Gut, sind hier noch mehr Wächter? Scheinbar nicht. Womit kann ich dir? Oh doch, hier ist noch jemand. Wer bist du? Wundervoll, ich erkläre euch nach der Beschreibung. Ihr seid der unsere Anführer ermordet haben soll, nicht wahr? Ich vermute, ihr seid hier, um Rache zu fordern, etwas in dieser Richtung. Nur, wir sind bereits von einem aus unseren eigenen Reihen besiegt worden und brauchen euch nicht. Spart euch eure Kräfte lieber für Sarjevok auf, anstatt die zusammenzuschlagen, die schon geschlagen sind. Warum sollte er sich vom Eisenthron abwenden? Weil er von Anfang an nicht an uns interessiert war. Auch die Eisenknappheit war nur ein kluger Plan, die Macht in der Region zu erlangen.
Die Beziehungen zu haben sollten so bis aufs Äußerste stigmatisiert und er wollte auch die Aktivitäten der Ritter des Schilds und der Handel mit ihnen auf legitime Weise verringert werden. Ah, ich nehme mal an, die Ritter des Schilds sind, glaube ich, ein Ritterorden und die wussten selber gar nicht, was hier gespielt wird. Ich glaube, die wollten einfach nur Eisen von Eisenthron kaufen. Wahrscheinlich, weil der ihre Waffen auch langsam brüchig werden. Wir hätten die Sanktion überwacht und gleichzeitig schöne Summen in unsere eigenen Taschen gewirtschaftet. So war es geplant, aber Sarivok hatte anscheinend andere Vorstellungen. Welche Idee? Was wisst ihr von seinem Plan? Ich kenne seine Methoden, aber ich verstehe nicht, was er erreichen will. Es sieht so aus, als ob er Herzog Ethan ermordet hat. Nein, den haben wir gerettet, damit er an seine Stelle treten konnte. Aber politische Macht scheint nicht sein Ziel zu sein. Ich glaube, das hat mich früher mal durcheinander gebracht. Weil ich glaube, hier sollte Herzog Enta stehen. Der wurde ja ermordet. Herzog Enta wurde nur krank gemacht, um ihn aus dem Weg zu räumen. Er hätte großen wirtschaftlichen Einfluss als Kopf des Eisentods, aber er scheint auch nicht an Geld interessiert zu sein. Er hat anscheinend mehr Interesse daran, die Spannung mit Am eskalieren zu lassen. Was er mit einem Krieg jedoch erreichen will, weiß ich nicht. Wir befinden uns nicht länger in der Position, dass wir davon profitieren würden. Was geht's mich an? Ich will noch fort hier, bevor wir der Wache übergeben werden. Auf Wiedersehen. Sarivok soll Großherzog werden, um Enta Silberschild zu ersetzen. Ja, hier steht's jetzt richtig. Und er besitzt die volle Unterstützung des Volkes. Er hat versprochen, die Ordnung wiederherzustellen. Und da er für das Chaos verantwortlich ist, wird er dabei wohl recht erfolgreich sein. Einige Mitglieder des Eisenthrons werden nicht überrascht, wenn er hinter Entas Tod steckte. Wahrscheinlich schweben die anderen Herzöge in gleicher Gefahr. Sarivok scheint auf Zerstörung aus zu sein. Und die kleinste Abweichung wird grausam bestraft. Ist er auf Krieg mit Am aus? Was würde das bringen? Na, was wohl? Also, ich will nicht vorgreifen. Das kommt eigentlich alles demnächst raus. Was Sarivok mit dem Krieg erreichen will. Wobei sich die meisten wahrscheinlich schon denken können. Beinahe unter meiner Würde. Okay, ist jemand hier? Berühren Sie mich nicht. Sie sind nicht sauber. Ja, eine komische Hochnäsige. Ja, da warte mal einen Moment. Ich verlange zu wissen, was hier los ist. Ich bin von Sembia gesandt, um festzustellen, warum dieser Zweig des Eisentrotz im Untergang begriffen ist. Und ich habe bisher keinen gefunden, der länger als eine Sekunde stehen bleibt. Was um Himmels Willen geht hier vor? Warum fragt ihr nicht Sarivok? Er scheint doch momentan alles in der Hand zu haben. Sarivok? Dieser Emporkömmling? Das sind also die Gerüchte, die ich gehört habe, wahr. Unsere genialen Anführer sind tot und Sarivok hat ihre Rolle übernommen. Wie arrogant. Ich wette, er hatte bei ihrem Abnehmen seine Hand im Spiel. Das würde auch erklären, warum wir keine Berichte mehr über Fortschritte hier an der Küste bekommen haben. Was er wohl vorhaben mag. Ich muss diese Entdeckung sofort meinem Vorgesetzten mitteilen. Wie ist euer Name und euer Rang? Ich werde auch von euch berichten. Eigentlich bin ich derjenige, der des Mordes an den Anführer des Eisentrons beschuldigt wird. Leutnant Talisa, Sicherheitsbeauftragte. Okay, wir sollten nicht gerade uns in Sembia auch noch unbeliebt machen und sagen, dass wir, hier für das Chaos verantwortlich sind, sonst kommen die noch aus Sembia. Deswegen, wir sind Leutnant Talisa. Talisa? Den Namen habe ich schon mal gehört, aber wo? Es ist auch einerlei. Betrachtet euch jedenfalls als entlassen. Der Eisenthron sagt sich von diesem Ort los und unterstützt ihn nicht mehr länger. Ihr werdet nicht mehr gebraucht, sagt das auch den anderen, ja? Oder auch nicht, das ist uns mittlerweile auch egal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen. Ich habe Kalesia getroffen, angeblich eine Gesandte des abgelegenen Hauptquartiers des Eisenthrons. Sie schien überrascht, dass Sarivok die Kontrolle über diesen regionalen Stützpunkt übernommen hat. Er wird als Emporkömmlich angesehen, dem die Interessen des Eisenthrons nicht am Herzen liegen. Ja, das ist nun mal so. Sarivok will Krieg. Keine Wirtschaft. Wobei Krieg auch eine Wirtschaft sein kann. Jedenfalls für die Rüstungsindustrie. Aber nicht, wenn man so angeht wie Sarivok und wahrscheinlich das ganze Geld zum Fenster rauswirft. Oder das Eisen. Automatische Pause, Feind gesichtet. Oh, ein Kaufmann. Keine Zeit für Plaudereien.
Wirting, wer bist du denn? Oh, hallo Talisa, ich schätze, wir hätten euch hier erwarten dürfen. Ein bisschen unglücklich, die Lage in Kerzenburg, wie? Was wisst ihr darüber, was ist hier passiert? Ich weiß, dass ihr genauso wie wir von Sarivok betrogen wurdet. Es sieht so aus, als ob unser Anführer nur deshalb aus dem Weg geräumt hat, um ein schlechtes Licht auf euch zu werfen, weil ihr ihm im Weg standet. Natürlich führte er dann selbst Anführer des Eisentrons, aber jetzt braucht er uns nicht mehr. Ganz schön unhöflich, uns so fallen zu lassen. Aber das wird jetzt unwichtig, wo seine Amtseinführung doch direkt bevorsteht. Der Herzogspalast wird bestimmt nie wieder so sein wie früher. Ich muss gehen, es war nett mit euch zu plaudern. Einige Mitglieder glauben, ich sei wie sie unbewusst von Sarivok getäuscht worden. Das stimmt allerdings. Wir waren von Anfang an der Meinung, dass der gesamte Eisenthron hinter Gorions Tod steckte und auch gegen und auch uns die ganze Zeit auf die Pelle rücken wollte mit Meuchelmördern und so. Dabei war das meistens immer Sarivok. Es scheint, er hat ihre Anführer geopfert, nur um mich in Missgunst zu bringen. Wohl wissen, dass ich vielleicht der Einzige war, der ihm im Weg stehen könnte. Natürlich wurde er selbst auch Anführer des Eisentrons, doch letzteres scheint jetzt nicht mehr so. Das scheint er jetzt nicht mehr zu brauchen. Seine Amtseinführung steht kurz bevor und wird im Herzogspalast stattfinden. Ich benötige konkrete Beweise seines verbrecherischen Tuns, wenn ich ihm gegenübertreten will. Ja, und deswegen sind wir ja eigentlich hier. Deswegen sehen wir uns ja in diesen Hallen hier gut um. Was? Beinahe unter meiner Würde. Ignoriert den Ja, das tue ich. Ignoriert den einen Kaufmann. Oh, der hier ist auch aggressiv. Okay. Ja, stimmt, das waren die beiden, ja, die wir angelogen hatten. Beinahe unter meiner Würde. Gut. Dann bleibt nur noch ein Stockwerk eigentlich, oder? Da oben sind die Privatgemächer der Fürsten. Der Fürsten, der Anführer des Eisenthrons. Und eine hübsche Statue. Ist das Balduran? Nee, das sieht eher aus wie ein Flügelhelm, als wie ein normaler Helm, wie der Balduran-Helm, den Witz gerade trägt. Sieht eher aus wie Talisas Helm fast schon. Du solltest jetzt besser Frieden mit deinem Gewissen schließen, bevor du keine Gelegenheit mehr dazu hast. Wer bist du denn? Mhm. So, ihr seid also zurückgekommen. Wenn ihr pfiffig wärt, Talisa, hättet ihr euch nicht eingebischt. Ich weiß nicht, wie ihr der Falle meines Fürsten in Kerzenburg entronnen seid, aber weiter als hier kommt ihr nicht. Warum seid ihr hier zurückgekommen? Ich hätte gedacht, ihr würdet euch gleich an die Verfolgung Sarivoks machen. Wer seid ihr, dass ihr uns droht? So viel wurde durch Entschlossenheit. Eigentlich sind wir nicht so wütend mehr. Aber entschlossen auf jeden Fall. Obwohl, wir sind wütend, nachdem was Sarivok da abgezogen hat. Ich bin Sitandria, Gefährtin Sariwoks. Kennst du Toboko? Oder auch Isitoriko? Ich vergesse die Namen immer. Ich bin schon an seiner Seite gewesen, bevor er überhaupt von seinem wahren Erbe wusste. Das Erbe, das ihr mit ihm teilt. Er wird erfreut sein zu hören, dass ich euch getötet habe. Vielleicht werde ich auf diese Weise sogar wieder seine Lieblingsgefährtin. Okay, sie weiß, dass er noch andere Gefährtinnen hat. Der Typ ist nämlich wahrscheinlich genauso bescheuert wie Papa Baal. Ihr seid also eine seiner Gespielin. Egal, verteidigt euch. Ich bezweifle, dass ihr jemals seine Lieblingsfrau werdet. Sarivok ist bis ins Mark schlecht. Helft uns, ihn zu besiegen und wir lassen euch frei ziehen. Ein wirklich amüsanter Gedanke. Ich würde meinen Fürsten niemals hintergehen. Vielleicht versucht ihr es besser mit Tamoko. Ja, das hatten wir schon. Sie ist für eure Annäherungsversuche sicher eher empfänglich. Ich habe nie verstanden, was Sarivok an ihr fand. Genug davon. Kommt, meine Biesterchen, lasst uns kurz einen Prozess mit diesen Eindringlingen machen. Wow, ätherische... Uff. Arg. Super. Ihr habt gerufen? Du sprichst mal Hast. Du bist ja ein komischer Kauz. Emoin, du bombardierst die Magierin. Und ihr haut alle auf die Golems drauf, auf die Oger Golems. So, du das. Oh, da hinten bist du wieder. Können wir dich anschießen? Ja, können wir, aber das hat leider nicht gereicht. Oh, starres Denken.
meine Hilfe? Okay. Ich tue mein Bestes. Was machen wir jetzt gegen das starre Denken? Na gut, sie laufen jetzt gerade Minsk-Angriffe Talisa. Nicht so gut.